Hallo und herzlich willkommen bei den Matrixern mit Jonathan und Shiva. Nee. Wie nee? Nee. Jetzt habe ich es extra gesagt. Ich weiß. Ja, also. Ja, wie ihr vielleicht schon alle mitbekommen habt, ich bin zu meinem Original zurückgekommen, Niki. Das Shiva-Zeitalter ist beendet. Anyway, lange Rede, kurzer Sinn. Hatte keinen speziellen Grund, war einfach ein Gefühl. Also, ab jetzt, Niki. Ja. Fertig. Dann heißt du jetzt Niki. Ja, genau. Okay. Thema heute. Thema heute, ne? Shiva ist jetzt Niki. Nein, Thema heute. Wir haben versprochen, ein weiteres Video über Luzidität zu machen. Und zwar unsere Erfahrung zu luziden Träumen. Was haben wir so erlebt? Na klar, wir können nicht alles erzählen. Aber so unseren ersten Traum werden wir erzählen und vielleicht noch ein, zwei weitere. Ja, wie ihr ja vielleicht noch erinnert, haben wir mehrere Videos allein zum Thema luzides Träumen gemacht. Und das sind, glaube ich, wie viele Videos insgesamt dann? Fünf. Fünf Videos, glaube ich. Más o menos. Vier haben wir bereits veröffentlicht. Alle unter dem Banner luzides Träumen lernen und luzides Träumen, Klarträumen überhaupt. Alles, was da so mit in Zusammenhang steht. Auch die Techniken, die man anwenden kann. Techniken vor dem Träumen, Techniken im Traum selbst. Ja, und das letzte Video, das wir heute beginnen, da geht es um eigene Erfahrungen, wie Niki das ja schon erwähnt hat. Womit fangen wir denn an? Also ich würde sagen, bestimmt interessiert es die Zuschauer, wann du deinen ersten luziden Traum hattest und wie lange du dafür gebraucht hast, um das zu erreichen. Ja, wie mal bei meiner ersten Astralreise habe ich es versucht und es hat geklappt. Aber in Wahrheit war das ja gar nicht mein erster luzider Traum. Den hatte ich schon, weiß ich nicht, in der Jugend zumindest, was ich noch erinnere. Ich habe nicht viele Erinnerungen. Aber mein erster, wirklich erster luzider Traum, obwohl ich damals nicht wusste, dass es luzides Träumen überhaupt gibt, waren Flugträume. Kennt ihr bestimmt alle, habt ihr bestimmt schon mal gemacht. Ich war bei uns da damals noch oben im Norden in einer alten Heimat bei meinen Eltern. Und da war ich auf dem Hinterhof und habe Fliegen geübt. Und das war extrem cool. Im Traum. Im Traum. Gerade ja, wenn man in der Jugend ist, raus von zu Hause, möchte man zumindest gerne. Mhm. Und dann übt man natürlich Fliegen, um das Gefühl von Freiheit zu erleben. Und natürlich hat man keine Ahnung vom Fliegen, wenn man noch so jung ist, nimmt also Anlauf und springt ab. Und meistens klappt es sogar. Also bei mir hat es tatsächlich auf Anhieb geklappt. Ich habe Anlauf genommen, bin in die Luft gesprungen und meine Arme ausgebreitet wie ein Adler und habe versucht zu fliegen. Immer höher und höher und irgendwann stellt man ja fest, irgendwie sinkt man wieder ab. Ich muss schneller flattern, was natürlich ein Quatsch ist, aber damals habe ich das noch gedacht. Und ich war extrem luzid in dem Traum, aber ja, wie gesagt, null Ahnung. Ich fand es nur extrem cool, dass ich plötzlich fliegen konnte und habe es immer weiter geübt. Dann bin ich wieder gelandet mit den Beinen, weil irgendwie hat das Flattern nicht geklappt. Wieder Anlauf genommen, wieder hoch. Aber irgendwie wurde es mit jedem Versuch ein bisschen schlechter. Wahrscheinlich wurde ich dann immer weniger luzid wahrscheinlich und bin dann aufgewacht. Ich erinnere mich nicht mehr so ganz genau. Jedenfalls war das mein erster nicht wissender luzider Traum und mein ersten wirklichen luziden Traum. Also so, als ich dann schon wusste, was ist luzides Träumen, habe versucht zu trainieren, bla bla bla. Den habe ich ja schon das ein oder andere Mal erzählt. Also ich glaube, ich habe geübt so eine Woche oder so. Mhm. Das war... Und welche Technik hast du da verwendet? Weißt du das noch? Ich hab, ist das schon länger her, denke ich mal. Ich habe meine App verwendet mit Reality Check. Du träumst gerade. Okay, du hast also die moderne Technik verwendet. Sehr modern, ja. Für eine Technik zum luziden Träumen erlernen. Genau, mein Handy hat mich so alle halbe Stunde erinnert, du träumst gerade. Mhm. Und nach ein paar Tagen ist es dann halt bei mir im Traum auch aufgetaucht. Und dann dachte ich, oh, jetzt bin ich luzid. Was mache ich jetzt? Okay,
erinnere dich an das, das, das und das, was du jetzt tun musst. Cool bleiben, hat natürlich auch alles funktioniert. Mach einen Check, mach einen Test. Ist das hier wirklich luzid oder bin ich in einem luziden Traum? Und wie gesagt, ich bin dann plötzlich irgendwo mitten in einer Stadt gewesen. Neben mir waren auch noch zwei Leute und wir sind so durch die Stadt gegangen. Ich war luzid und dann habe ich mit einem gesprochen und meinte, du, aber der in der Mitte, der ist nicht luzid, ne? Nee, der schläft noch. Ja, das finde ich auch mal so witzig in den Träumen, dass man Leute irgendwie erkennt, die luzid sind. Ja, irgendwie im Traum. Und die Leute, die es nämlich nicht sind. Ne? Das finde ich immer sehr spannend, dass man da irgendwie so einen Blick für entwickelt mit der Zeit. Ne? Ja, es war mein erster und ich wusste es nicht, war wahrscheinlich intuitiv oder so. Intuitiv wahrscheinlich, dachte ich. Und der hat wahrscheinlich schon auf mich gewartet, weil, keine Ahnung, der war da und wusste auch, dass ich luzid bin. Also der hatte irgendwie, keine Ahnung, Ahnung. Ja. Ah ja, das war vielleicht ein geübter luzider Träumer. Ne? Ja, keine Ahnung, wer das war, aber hat gewartet. Jedenfalls dachte ich, okay, aber ich muss ja weiter checken, ob das jetzt ein luzider Traum ist. Also wünsche ich mir jetzt ein Hochhaus, hohen Gorilla. Habe ich gemacht, war keiner. Dachte ich, scheiße, bin ich doch nicht luzid. Dann bin ich halt um die Häuserecke in dieser Stadt gegangen. Und dann habe ich in der Ferne ein riesiges Hochhaus gesehen und einen Gorilla, der noch größer war als dieses Hochhaus. Und dann dachte ich, oh, das ist ja extrem cool. Dann gehe ich jetzt und manifestiere mir eine Eisbude. Ich will jetzt nämlich echt unbedingt ein Eis essen. Ein Softeis, wie in der Kindheit mit schön Schokolade und Streuseln drauf. Mhm. Geh dahin, zack, Eisbude. Er macht mir das Eis, ich hab's in der Hand. Und was mache ich? Aufwachen. Ja, das war schade. Ja, das ist schade, ja. Ja, das war so der erste wirkliche. Da kann man schon im Traum alles erschaffen, worauf man gerade Lust hat, ne? Und wenn man dann reinbeißen will, ja, das war echt tragisch. Wacht man auf, ja. Das ist natürlich tragisch, ja. Was war denn dein erster? Oh, da war ich noch im Jugendzeitalter. Und du auch, okay, erzähl. Ja, ich glaube, ich war so 15, 16 Jahre alt. Hey, ich auch. Ja? Mhm. Und da habe ich dann noch auch bei meinen Eltern gewohnt und hatte so ein kleines Zimmer auf einem ausgebauten Dachboden. Ne? Das wurde dann halt ausgebaut und da konnte ich dann leben in dem Zimmer. Und da, oh Gott, da sind mal so viele Sachen passiert, aber das ist, glaube ich, nicht das Thema. Ne? Parapsychologische Phänomene und so. Na komm, eins, das wollen die Zuschauer jetzt wissen. Das ist aber nicht Thema. Jedenfalls habe ich dann da, wie man so als Jugendlicher eben ist, ne, bis spät nachts aufbleiben und wenn Wochenende war, dann immer bis nachmittags um 14 Uhr gepennt oder so. Nice. Ne? Und das war an diesem Tage auch so und ich bin dann so irgendwie nachts irgendwann ins Bett gegangen, eingeschlafen, mehrmals wach geworden nachts und am Morgen auch und irgendwann bin ich plötzlich in einem Traum. Und zwar gehe ich da, wie das so in der Jugend vorkommen kann, gerade zur Schule. Und während ich zur Schule ging, wird mir dann plötzlich ganz unvermittelt klar, oh, das ist ja ein Traum. Was, du gehst sogar im Traum zur Schule? Ja. Was stimmt denn nicht mit dir? Okay, aber anyway, weiter. Und da war ich dann halt, bewusst in einem Traum. Und ich kannte das Phänomen überhaupt nicht. In dem Alter hatte ich eigentlich noch keine Ahnung davon, dass man sowas auch trainieren könnte. Für mich war das jetzt ein Phänomen, das aufgetaucht ist. Gehört hatte ich vom luziden Träumen noch nicht zu der Zeit. Und ich dachte dann, oh, toll, sowas geschieht bestimmt bei einem Menschen einmal im Leben, dass er in einem Traum erkennt, dass er träumt. Also mir war überhaupt nicht bewusst, dass man das trainieren könnte. Nö, dass es Techniken dafür gibt. Ich meine, zu der Zeit, da gab es kein Internet. Ne? Da hat man noch Briefe geschrieben mit dem Füller und mit Papier und Briefumschläge und Briefmarke und so weiter. Ne? Ach, schön. Ja. Ne? Und Bücher gab es darüber auch so gut wie keine. Vielleicht ein, zwei. Aber mit 15, 16 Jahren hat man jetzt noch nicht so das Taschengeld übrig, sich immer mal ein Buch zu kaufen.
Jedenfalls, das war mein erster luzider Traum. Und, aber kam dir das nicht auch total selbstverständlich irgendwie vor? Der erste luzide Traum oder hast du danach... Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Also ich dachte, das wäre eine Besonderheit, die vielleicht einmal im Leben passiert. Ach so, bei mir war es genau andersrum. Ich habe mich nicht weiter danach drum gekümmert, dachte, ist halt so. Ach so. Ah, okay. Ja, und ich dachte, ja, eine tolle Erfahrung. Ne? Also ich habe dann in dem luziden Traum auch dann gleich die Schulhofschönheit angebaggert. Ne? Ne? Also ja, damals, nee, zu der Zeit gab es immer nur eine Schulhofschönheit, mehr gab es nicht. Ne? Heutzutage gibt es ja 50. Ne? Heute sehen sie ja fast alle gut aus, ne? Auf dem Schulhof. Und ja, und in dem Zusammenhang bin ich dann irgendwann wach geworden und dachte mir, wow, was eine Erfahrung. Ne? Geil, toll, schade, dass man sowas nicht häufiger hat. Aber dann war das Thema für mich abgehakt. Also ich habe erst, keine Ahnung, 2-3 Jahre später dann mitbekommen, dass man das vielleicht trainieren könnte. Ne? Dass es möglich ist, habe es irgendwo mal gehört dann oder so, ne? Oder von Menschen gehört, die in der Lage sind, häufig automatisch in einem Traum zu erkennen, dass man träumt. Ja, ich habe dann 2-3 Jahre später zum ersten Mal von Astralreisen gehört, aber luzides Träumen hatte ich dann immer noch nicht auf dem Schirm irgendwie. Also für mich war das gar nicht, auch nicht Thema so. Ja, wie sieht's denn aus? Erinnerst du denn noch vielleicht irgendeinen luziden Traum, der dir so im Gedächtnis geblieben ist? Ja, ich hatte ja ziemlich viele, viele, viele luzide Träume, weil ich einen spannenden Rhythmus hatte. Bin irgendwie nachts um 3 ins Bett, morgens um, weiß ich nicht, oder um 2 ins Bett und um 6 oder so, ziemlich früh jedenfalls raus oder um 5 jedenfalls mit dem Sonnenaufgang. Hab ein bisschen gefrühstückt, Käffchen getrunken, hab mich dann aber wieder hingelegt. Und das hat mir jedes Mal, jeden Morgen einen luziden Traum beschert, entweder oder halt viele spannende hypnagogische Infos. Und da hatte ich halt sehr, sehr viele luzide Szenen. Viele davon waren auch sehr sexuell. Ja, großes Problem bei luziden großes Träumern. Großes Problem. Ja. Die Libido dreht durch im luziden Traum öfter, ne? Davon werden wir jetzt nicht berichten. Ja, aber wir sollten es zumindest erwähnen. Ja, ist irgendwie. Halt einfach so, ne? Ja. Also da dreht es halt einfach am Rad. Anyway. Ja, das ist irgendwie komisch, ne? Also da ist schon Zusammenhang zwischen der Libido und dem Träumen. Auf jeden Fall der Sexualenergie. Sexuelle, ne? Ja, genau. Und im Träumen, da ist ein Zusammenhang. Und daher muss man auch erstmal, nicht jeder, also es gibt auch Leute, die träumen luzid und wollen in einem luziden Traum von Sex nichts wissen. Gar nichts. Gibt's auch. Mit denen stimmt auch was nicht. Ja, und dann gibt es Leute, die, sobald sie luzid im Traum sind, ne, dann schaltet sich das Gehirn aus und das ganze Blut geht nach unten. Und dann rennt man wie wild durch den Traum nach irgendeinem willigen Liebespartner. Ne? Ja, aber es macht schon einen Unterschied, wie sehr du luzid bist, finde ich. Wenn du richtig klar bist, dann ist da keine sexuelle Energie. Und wenn du mehr so halb, also so nicht mal irgendwas zwischen präluzid und luzid, also du bist bewusst genug, um deinen Traum zu steuern und dir zu erschaffen, was du willst, aber nicht so 100%. Mhm. Und wenn das irgendwo dazwischen ist, aber steuern kannst, und dann bist du aber schon... meist sehr ambitioniert, jemanden zu finden. Sehr ambitioniert, ist gut formuliert, ja. Jedenfalls so, aber andere spannende luzide Sachen sind die... Die jetzt nichts mit Sex zu tun haben. Ja, die hatte ich auch. Mann. Wir wollen ja unsere Zuschauer nicht unnötig erregen. Jedenfalls einmal habe ich die Asura gesehen, das sind Unterwasserwesen. Das sind so kleine Wesen mit... spitzen Öhrchen und total knuffig. Und da hat einer mir gesagt, ja, ich soll ihm halt folgen. Und dann ist da so ein riesiges Portal gewesen, unter Wasser. Das war bestimmt so groß wie, keine Ahnung, wie dieser Berliner Bogen da. Anyway. Brandenburger Tor meinst du? Genau das. Ah. Jedenfalls ist es da durchgeschwommen, dieses Asura-Wesen. Und ich bin ihm gefolgt. Immer weiter, aber leider erinnere ich mich nicht immer an mehr. Ach, schade. Ja, das war echt spannend. Klang ja jetzt nach einem tollen
Anfang eines spannenden, luziden Traumes. Ja, aber er hat mich erstmal überall rumgeführt, das weiß ich noch. Und ich bin ihm immer hinterher geschwommen, vor allen Dingen. Witzig, weil ich konnte ja auch unter Wasser atmen. Ja, ja. Ja, ich habe sehr, sehr viele spannende, luzide, kleine Morgende gehabt. Aber jetzt du mal. Ach so. Ja, als ich dann irgendwann erfuhr, dass man luzides Träumen auch trainieren kann, habe ich das Thema erstmal ein bisschen zur Seite geschoben, weil ich da mit anderen Dingen beschäftigt war. Ne? Und später habe ich dann gesagt, Welchen? So, jetzt trainiere ich das. Dann trainiere ich das. Und dann habe ich das trainiert und tatsächlich irgendwie nach 2-3 Wochen kamen dann die ersten luziden Träume. Ne? Also es war sehr spannend. Bei mir war es jedoch so, dass ich dann merkte, dass es dann Unterschied gibt. Also es gibt luzide Träume, dass die Miles, ne? Das heißt, du schläfst ein und träumst und im Traum wirst du dann irgendwann luzid. Und diese Form der Träume fand ich jetzt auch toll, aber mir kam das so vor, als hätte ich nicht genügend Kontrolle. Ne? Und das Risiko war mir auch zu hoch. Das heißt, ich musste jedes Mal einschlafen. Ja, und darauf hoffen, dass ich dann in einem Traum luzide werde. Darum habe ich dann irgendwie versucht, meine Techniken oder die Techniken eher dahin zu lenken, dass es eine Wild wird. Ne? Das heißt also, ich lege mich hin, mache die Augen zu, meditiere und zack, gehe direkt in den luziden Traum rein. Ja, macht Sinn, ja. Das war mir dann halt wichtig. Und meine ersten luziden Traumerfahrungen waren immer sehr seltsam. Also, sexuell? Nee, gar nicht. Nein? Also null mit Sexualität, sondern immer so eine mystisch dunkle Atmosphäre. Oh, wow, spannend. Ja, also als Beispiel. Ich bin in einem luziden Traum direkt reingesprungen. Da befand ich mich in einem abbruchreifen Haus. Also Witzig. Ein verlassenes, halb kaputtes Haus. So, ne? Und da befand ich mich dann und alles, was in dem Haus... In dem Raum, in dem ich da war, anscheinend ein Wohnzimmer, weil es war ein recht großer Raum. Alles, was ich da wahrnehmen konnte, war dann ein Spiegel an der Wand. Ja, und dann bin ich zu dem Spiegel gegangen und habe mich im Spiegel angeschaut, weil ich wissen wollte in diesem luziden Traum, wie sehe ich überhaupt in einem Traum aus? Weil das weiß man ja nie. Ja. Ich stelle mir vor, auf der ganzen Welt gäbe es keine spiegelnden Oberflächen. Da wüsste niemand, wie er aussieht. Du müsstest dir von jedem beschreiben lassen, wie du aussiehst. Ne? Ja. Und im Traum dachte ich mir, ja, es wäre mal interessant zu wissen, wie siehst du denn im Traum aus? Bist du Mann, Frau? Bist du ein Gnom? Bist du ein Riese? Oder hast du eine Riesennase oder gar keine Nase oder vier Ohren? Oder wie siehst du aus? Ja. Und dann stand ich vor dem Spiegel und ich fand, ich sah eigentlich fast genauso aus wie im Alltag. Nur mit dem Unterschied, dass doch einige Sachen anders waren. Ne? Die Gesichtsform war ein bisschen anders, die Haare waren ein bisschen anders, die Nase vielleicht leicht anders oder Mund oder irgendwas war immer ein bisschen anders. Ja, und in dem Zusammenhang habe ich dann da irgendwie minutenlang vor dem Spiegel gestanden, völlig fasziniert, wie anders ich so im Traum aussehe und doch ähnlich zum Alltag. Und dann, dann sah ich irgendwie hinter mir im Spiegel eine Tür. Und die Tür öffnete sich ganz leicht. Und dann guckte da so ein Mann durch. Ne? Ja. Oh, es war schon ein bisschen gruselig in dem Moment. Natürlich. Aber ich hatte keine Angst im Moment, weil ich war ja luzid. Ja, ja, okay. Also klar. Es war nicht so, dass ich jetzt sagte, oh, ich bin im Horrorfilm gelandet oder so. Das war eben nicht der Fall. Also solche Träume waren das dann immer, die irgendwie immer eine dunkle Atmosphäre hatten so ein bisschen oder an Orten stattfanden, die eben irgendwie auch ein bisschen verlassen oder dunkel waren. Da erinnere ich mich auch an einen gerade noch. Ah, okay. Da habe ich mir selbst gegenüber gesessen am Tisch. Du warst auch da, hast auch gesessen und noch jemand, ich erinnere mich gar nicht genau, ich habe es leider nicht aufgeschrieben. Aber das war auch echt strange, mir selbst gegenüber zu sitzen. Also es war eigentlich eher so eine Art Zukunft selbst, würde ich denken, weil das war wirklich viel weiter noch. Aber das ist schon strange mit sich selbst so im Traum, ne? Ja, auf jeden Fall, ne? Ja. Oder viele Träume, die, als ich begonnen hatte, das zu trainieren,
fanden halt immer an irgendwelchen einsamen Plätzen statt, die immer so ein bisschen im Zwielicht waren. Ne? Mhm. Und Spiegel waren immer Thema. Immer. Also ich bin auch mit meinen Techniken eigentlich zu 80% immer vor einem Spiegel luzid geworden. Ach, das ist interessant. Ja. Als ich mich im Spiegel sah, oh, ich träume. Guck mal, ich sehe wieder so aus wie im Traum. Ich träume. Ja. Ich hatte da wohl irgendwie einen Anker gesetzt. Mhm. Ja. Das ist ja auch eine interessante Technik, dass man Sachen irgendwie einen Anker setzen kann. Ne? Wenn du zum Beispiel gerne Auto fährst und du fährst oft Auto, dann solltest du, während du Auto fährst, dir oft vorstellen, dass du dich in einem Traum befindest. Ja. Oder wenn du weißt, dass du im Traum häufig immer von der gleichen Sache träumst, ne, dass du vielleicht gerade Tischtennis spielst in meinem Traum oder oft Tischtennis spielst, dann solltest du da einen Anker setzen. Ne. Ja, und das fand ich schon interessant, dass ich dann halt immer wieder vor einem Spiegel gelandet bin, oft auch schon automatisch. Das ist echt witzig, ja. Das war sehr hilfreich. Ne. Also Spiegeltechnik ist natürlich sehr hilfreich, ja. Ja, jetzt wo wir drüber reden, fallen mir tatsächlich einige ein. Ich habe die ja nie aufgeschrieben, die ganzen luziden Träume. Aber jetzt kommen sie, witzig. Ja, das sollte ich noch aufschreiben, jetzt wo sie mir wieder einfallen. Ja, ja, ich habe auch extra in meinen 1000 Word-Dokumentseiten nachgeguckt, was man so für Träume öffentlich in einem Video erzählen kann, wo man luzid geworden ist. Ja, also luzide Träume hatten wir beide, glaube ich, sehr, sehr viele. Ne? Hm. Gerade du zum Beispiel mit deiner Hypnagogtechnik, ne? Hypnagogtechnik beziehungsweise der Schlafunterbrechungstechnik, sage ich jetzt mal. Eigentlich in Wahrheit schon, ne? Ich zum Beispiel sehr, sehr viele, weil ich wirklich jede Nacht geübt habe. Jede Nacht eine Stunde oder so im Bett gelegen und versucht, in einen luziden Traum zu springen. Und da sind natürlich 1000 Erfahrungen möglich geworden oder so. Ne? Das ist also schon sehr spannend, ne? Das zu trainieren. Aber man muss am Anfang schon Geduld haben. Ja. Was fällt denn noch für einer ein? Ja, Besuche vom Höheren Selbst fallen mir ein. Die hatte ich. Ja, das sind ja schon die fortgeschrittenen luziden Träume dann, oder? Keine Ahnung. Also die waren jetzt auch nicht besonders lang. Einmal war ich nur in einer alten Bibliothek und dann wurde ich durch eine unsichtbare Kraft zu einem Buch geführt. Oh. Und der Titel war sehr spannend. Ich habe ihn jetzt leider vergessen. Aber er war spannend. Aber nein, ich weiß, inhaltlich ging es darum, sowas wie Folge dem Höheren Selbst. Ah so, okay. Das war auf jeden Fall 100% luzid, bis ich wieder präluzid wurde und das irgendwie abgedriftet ist. Ja. Next. Und einmal kam das Höhere Selbst zu Besuch. Ah, wie sah es denn aus? Dum, dum, wie du? Deine höhere Selbst kam zu Besuch. Ach so, okay. Dann meinte es halt so, ja, ich wollte euch mal besuchen. Dann habe ich ihm halt gesagt, ja, noch nicht. Wir sind noch nicht so weit. Und dann hat er halt, oder hast du, dein höheres Selbst halt gesagt, ja, dann frag doch einfach, wenn du was brauchst. So, okay, gut, mache ich dann das nächste Mal. Ja, das fand ich sehr witzig. Ach cool. Ja, ne? Ja. Und einer der spannendsten luziden Träume fand ich halt persönlich für mich, darüber hast du ja glaube ich auch schon mal einen, wo ich in meinem echten Zimmer liege. In deinem echten Zimmer? Ja, in Wahrheit sind wir ja nicht hier, sondern wir liegen irgendwo und träumen. Ja, das stimmt. Witzig ist ja, dass das so ein Zimmer ist im 50er-Jahres-Style, so klein und... Ja, das Zimmer kenne ich. Ich weiß, er liegt ja auf der anderen Seite, im anderen Zimmer. Das war witzig. Er brauchte mir sein Zimmer nicht beschreiben. Hat nur und dann habe ich habe es sofort gesehen, weil ich wusste, ich kannte ja dieses Zimmer, wo er als Kind liegt und träumt. Dann habe ich ihm sein Zimmer beschrieben. Also ja, jedenfalls waren wir, ich war in meinem Zimmer, das ist auf der anderen Seite des Flurs, wie auch immer. Ich denke mal, wir sind da nicht besonders alt, 6, 7 höchstens. Ja, Und 50er Jahre. Kinder sind wir da noch. Ja, 50er Jahre. In 50er Jahren oder so. Ja, irgendwo in Amerika, wer weiß das schon, 5D, keine Ahnung. Ja, wirkt sehr nach Amerika, ja. Ja, total. Und ja, da bin ich im Zimmer gelandet und dann war es so eine Mischung aus Austral und Luzid. Jedenfalls bin ich irgendwie ständig an der Decke geklebt von diesem Zimmer. Aha.
und habe mir aber das Zimmer ganz genau angeschaut. Wo steht der Schrank? Wie sieht das Bett aus? Und das kommt einem wirklich... Und die Tapete ist so hässlich. Und die Tapete ist so hässlich. Ja. Aber es hat wirklich einen extrem gruseligen Touch, weil du ja in Wahrheit wirklich da liegst. Ja. Und ich müsste so ziemlich 5D gewesen sein, weil ich habe niemanden im Bett liegen sehen. Hätte aber liegen müssen. Ja. Jedenfalls irgendwann bin ich raus aus diesem Zimmer und bin in dieser amerikanischen Vorstadt gelandet. Also es muss Amerika, weil es sieht so amerikanische Vorstadtmäßig da aus. Und ich war ganz alleine da. Da war niemand. Also musste es ja wirklich, ja. Ja, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht so beschreiben, weil jedenfalls ich war alleine und das war extrem spannend, extrem gruselig. Auf eine gewisse Weise, die man so nicht beschreiben kann irgendwie. Ja, das ist richtig. Ja, die Erfahrungen, die ich daran habe, haben auch immer so eine dunkle, gruselige Atmosphäre. Ja, nicht horrorfilmmäßig gruselig. Sondern... Immer, es liegt immer so eine leichte Bedrohung in der Luft. So von tief innen irgendwie. Ja, das stimmt. Als würde man jeden Moment etwas Erschreckendes erkennen. Ja, genau. Ja, so. Nicht sich erschrecken, sondern... Ja, genau, das ist perfekt. Ja, ja. Sehr spannend. Ja, sehr spannend. Also ich habe danach, nachdem ich dann die ganzen Spiegelträume hatte, fing ich dann an zu überlegen, was ist denn möglich in luziden Träumen? Da entdeckte ich die Technik, das passive luzide Träumen. Das heißt, wenn du erkennst, dass du luzid in einem Traum bist, dann mischst du dich nicht in den Traum ein. Da hatte ich natürlich dann plötzlich auch großen Erfolg. Das bedeutet, ich konnte danach nicht nur eine Minute luzid träumen, so wie du mit deinem Eiswagen. Ja. Ne? Hast das Eis in der Hand und dann ist vorbei. Ne? Das ist ja aktives luzides Träumen, dass du sagst, Eiswagen her, Eis her, ham. Ne? Das ist aktiv luzid träumen. Und das passive luzide Träumen, wie gesagt, du gehst im Fluss mit. Du läufst mit, wenn du irgendwen triffst und er sagt, ja, kommst du eben mit, dann läufst du halt mit. Ne? Also erinnert so ein bisschen an Jim Carrey aus der Ja-Sager. Ne? Ah, ja. Passiv, luzid träumen, du bist im Fluss, du tust so, als wärst du kein luzider Träumer, sondern du tust so, als wärst du genauso doof wie all die anderen und läufst halt immer mit und guckst, wohin dich der Traum führt. Ne? Nicht einmischen. Nicht sagen, hier Brad Pitt oder Angelina Jolie bitte her, ne? Oder solche Geschichten, nein. Ne? Und da habe ich dann einen Bettler kennengelernt, der auf der Straße lebte, halt ein Landstreicher. Und mit dem bin ich dann 1,5 Stunden. Physische Zeit oder Traumzeit? So nach geschätzter stundenlang bin ich mit dem rumgelaufen. Aber es war für mich selbst 1,5 Stunden in der physischen Zeit, genau. Ah, okay. Ja. Weil ich bin ja direkt in den Traum eingestiegen und als ich dann wieder zurück war, konnte ich auf die Uhr gucken, habe ich gesehen, 1,5 Stunden war ich unterwegs. Und in dem Traum selbst kam es mir schon mehr vor als 1,5 Stunden, vielleicht 2, 3, 4 Stunden oder so. Ich habe also den halben Tag mit dem verbracht, eigentlich fast. Okay. Und das war sehr interessant. Also wir sind durch die Stadt gelaufen und haben hier und da mit anderen Leuten geredet. Und er hat mir dann gesagt, hier, ich zeigte meinen Lieblingsplatz. Der war in so einem Park. Da sind wir dann zusammen hingelaufen, haben da unterm Baum gesessen. Hat er gesagt, hier pennt er öfter. Dann kam so langsam die Dunkelheit. Die Sonne ging unter und dann konnte ich die Sterne sehen. Und ich habe mir die Sterne angeguckt und die mit den Sternen verglichen, die wir hier in unserer Alltagswelt sehen können, die waren anders, die Sterne. Die waren anders angeordnet. Wieso? Ja. Andere Sternbilder? Ja. Abgefahren. Das war echt spannend. Ne? Also so habe ich dann das passive luzide Träumen entdeckt, um einen luziden Traum um Stunden zu verlängern. Ja, später habe ich dann irgendwie noch versucht, andere Techniken zu machen. Zum Beispiel, was mich sehr interessiert hat, war, Gegenstände mit aus den Träumen zu nehmen. Ja. Ne, wir haben ja da ein Video drüber gemacht, Dream Snapping haben wir das genannt. Du gehst in einen Traum, schnappst in den Gegenstand und hältst ihn ganz doll fest und nimmst ihn mit
zurück in dein Bett im Alltag. Ja. Spannend. Spannend. Und einmal ist mir das passiert, da war ich in einem luziden Traum. Und in dem Traum habe ich Geld gefunden. Ja, okay. Da war ich noch recht jung und pleite. Ne? Ich war jung und brauchte Geld, wie man so schön sagt. Und da lag ganz viel Geld auf der Straße. Ich dachte, oh, das stecke ich mir jetzt alles ein und nimm's mal rüber in meine Alltagswelt. Ja, und ich habe dann so ein paar Scheinchen eingesteckt und so weiter und Münzen eingesteckt und so und habe mir dann ganz doll gewünscht, ich nehme die mit rüber in den Alltag. Und als ich dann aufwachte, bin ich aufgestanden, kein Geld da. Ja, die Münzen waren zu schwer. Die Scheine hättest du nun nehmen sollen. Der Witz ist, als ich dann aufstand, später mein Bett machte, fand ich 30 Pfennig in meinem Bett. Hm. 3 10-Pfennig-Münzen. Cool. Da gab es auch noch keine Euro. Nee. Ja. Cool. Naja, und irgendwie. Da habe ich natürlich überlegt, sind die mir jetzt aus der Tasche gefallen vielleicht? Oder habe ich die tatsächlich aus dem Traum mit rübergeholt? Das war jetzt die große Frage für mich damals. Und da habe ich natürlich dann versucht, auch Bücher mit in diese Realität zu bringen. Ja. Das heißt also, im Träumen ganz besondere Bücher suchen, die es hier so nicht gibt, mit ganz interessanten Titeln drauf. Ne? Vielleicht magische Bücher oder über Wissen, das man hier im Alltag bei uns nicht kennt. Ein solches Buch finden und das dann klauen, ne? Im Traum. Ja. Einstecken, mit rübernehmen. Aber das hat leider nicht funktioniert. Ich habe alle möglichen Techniken versucht, mit an die Brust pressen, ganz doll wünschen oder keine Ahnung, was ich da alles versucht habe zu der Zeit. Ich habe es nicht hinbekommen. Aber es müsste eigentlich funktionieren. Das denke ich auch, ja. Ich weiß nur noch nicht so richtig wie. Aber ich habe das Thema auch nicht so lange verfolgt, weil danach fing ich dann an, Psychokinese, also Telekinese. Wollte ich gerade fragen. Also hast du das auch gemacht? Ja, ja, ganz viel. Ne? Ja. Also das ist ja eigentlich so die Hauptträume oder luziden Träume, die man so hat. Irgendwelche paranormalen Fähigkeiten trainieren, oder? Ja, ja, genau. Das war schon. Ja, das Prinzip dabei beruht darauf, dass du also im Traum Telekinese trainierst und dann ein Gefühl für diese paranormale Fähigkeit entwickelst. Und wenn du das getan hast, dieses Gefühl abspeichern und halt mit in die Alltagswelt rübernehmen. Ja, aber nicht nur Telekinese, viele klar, Fähigkeiten gab es. Gibt es da auch welche, die mir hier nicht mal bekannt waren? Richtig, also hast du da irgendwas, dass du Telekinese angewendet hast im Traum? Nee, Telekinese und speziell nicht mehr so Avatare erschaffen, Bewusstseinsversetzung, Avatare steuern, Bewusstsein in zwei Körpern gleichzeitig haben, sowas eher. Ah ja, interessant. Ja, du hast also viel mit Bewusstseinsprojektion gearbeitet in deinen Träumen, in deinen luziden Träumen. Ja, bei mir war es halt so, ich habe viel immer versucht, durch Dreamsnapping irgendwas rüberzuholen. Und wenn ich schon keine Gegenstände rüberholen kann, dann zumindest Fähigkeiten. Das war dann mein nächster Trip, den ich dann gefahren bin. Ne? In den luziden Traum einsteigen, Psychokinese üben, hier, da, dort. Ne? Was ich schon alles habe fliegen lassen im Traum. Ne? Ja. Also massenweise Dinge. Ne? Und das fand ich natürlich auch sehr spannend. Aber ich habe daran auch irgendwie die Lust verloren, weil ich hatte ein paar Erfolge im Alltag, das schon, dass ich so im Halbschlaf die Psychokinese oder beziehungsweise Telekinese anwenden konnte, aber nicht, wenn ich normal wach war. Mhm. Das heißt, wenn ich so im Bett lag und die Augen so halb zufielen, man so langsam schon einschlief oder morgens aufwachte und so langsam wach wurde, da konnte ich die Telekinese, die ich im Traum gelernt hatte, anwenden. Hm. Ich konnte Türen auf und zu machen oder Licht an- und ausmachen. Also das ist mir dann schon gelungen. Aber sobald ich dann eine bestimmte Wachheit im Alltag wieder hatte, konnte ich es nicht mehr. Aber das zeigte mir, es ist theoretisch möglich. Ja, ich denke auch. Ja, was hast du denn noch so für Erinnerungen an luzide Träume? Ja, machen wir doch jeder noch einen ganz spannenden Abschiedsluziden Traum. Okay, machen wir.
Okay, meiner ist nicht so lang und das war tatsächlich mal einer, den ich aufgeschrieben habe. Oh. Und da ging es um... Das ist schon Nikis achtes Handy, weil die sind alle voll. Ne? Sehr gut. Ja, schön. Moment. Wir haben sie gleich. Genau. Da ging es darum, dass wir versucht haben, also Jonathan und ich, zu üben, in Quantenfeldern zu springen. Oh, das klingt ja sehr spannend. Ja, das war tatsächlich, dass wir versucht haben, durch die Realitäten zu switchen. Und das ist nicht so, dass du dann eine wirklich plastische, konkrete Realität hast, wie diese hier. Mhm. Und das ist eigentlich mehr ein schwarzer Raum und alles zieht ganz schnell an dir vorbei. Du hast, wie beim Flugzeug, du siehst, oder bei Speedy Gonzales, du siehst ja eigentlich dann nur noch die Speedspuren. Mhm. Ja, so ist das eigentlich, so ist das mit diesen Quantenfeldern. Und wir haben versucht, durch diese Quantenfelder zu navigieren, um in verschiedene Realitäten reinzuschauen. Mhm. Und wir mussten dabei, das war wichtig, immer unseren Namen rufen. Also Jonathan musste meinen rufen, ich muss immer Jonathans Namen rufen, damit wir uns nicht verlieren oder in einer Realität landen und dort stecken bleiben. Das heißt, wenn ich in Realität X war und Jonathan Y, mussten wir die Namen sind sozusagen Anker gewesen, den Anker setzen und immer die Namen des anderen rufen, weil sonst hätte es sein können, dass wir in X und er in Y hätten stecken geblieben und wären nie wieder zu A zurückgekommen. Das war sehr weise, ja. Ja, das war eigentlich ein sehr, sehr spannender, luzider Traum, fand ich. Ja, sehr spannend, ja. Eine Technik, die wir bestimmt irgendwann noch anwenden werden. Ja, darüber haben wir auch gesprochen in einem unserer Videos in der luziden Traumreihe, wie man ja zusammenträumt. Ah ja, Dreamsharing, ja. Ne, Dreamsharing zum Beispiel, ne? Dass man auch lernen kann, dass man beide den gleichen Traum teilt. Ne? Man geht ja bei Facebook oder so auch. Ne? Da kannst du ja auch einen Beitrag teilen mit jemandem. Ne? Und Traum kannst du auch teilen. Ne? Ja. Ja, stimmt, den hatten wir ja auch. Ja, Dreamsharing, genau. Ja, also das war so das Thema, was ich so verfolgt hatte. Und nachdem ich dann irgendwann dachte, ja, Psychokinese, ich glaube, dafür muss man schon so 100, 200, vielleicht 300 luzide Träume lang üben, um diese Fähigkeit wirklich in den Alltag zu transportieren. Das heißt, dass das Gefühl, die Stimmung, die ein Mensch hat, wenn er eine telekinetische Energie erzeugt und anwendet, wirklich so stark ist im Traum, dass du sie mit rübernehmen kannst in den Alltag, da muss man dann schon oft im Träumen üben, aber es ist möglich. Also das habe ich selbst gesehen. Ich hatte dann nur damals nicht so die Geduld, weil ich dann wieder etwas Neues entdeckte und das war eben, ja, die Frage danach, alle Träume scheinen ja irgendwie menschlich zu sein. Du begegnest immer Menschen. Okay, gelegentlich auch außerirdisch. Wollte ich gerade sagen, ist schon richtig. Ein eher doch. Aber den Außerirdischen, den du begegnest, findet trotzdem irgendwie immer in einer menschlich vertrauten Umgebung statt. Wenn es nicht gerade auf deren Raumschiff ist. Ja? Okay, gut, dann haben wir das auch geklärt. Ja, also man hat immer das Gefühl, man ist noch auf Planet Erde. Ne? Meistens ja. Meistens schon in der Regel. Und da habe ich mich gefragt, was kann ich mit dem luziden Träumen anfangen? Kann ich mit dem luziden Träumen über die Existenz der Menschen, der Erde und des Universums hinausgehen? Kann ich mit der Fähigkeit des luziden Träumens das Universum verlassen oder irgendwo in eine andere Welt kommen, die mit Menschen nichts zu tun hat? Das war halt meine Frage und ich wollte dann diese fernen Dimensionen erkunden. Und dann bin ich ja in Penumbra gelandet. Ja, sehr spannend. Ja, also das... Das Labyrinth. Das Labyrinth von Penumbra habe ich es genannt, Penumbra-Labyrinth. Und da bin ich in einer Welt gelandet, die eben nichts mit Menschsein zu tun hat.
Die Lebewesen, die dort leben, sind eigentlich so gut wie unsichtbar. Man sieht die so gut wie nie. Du hörst aber ihre Stimmen oder sie begleiten dich, wenn du dich durch ihre Welt bewegst. Und ihre Welt ist aufgebaut wie so ein gigantischer Bienenstock. Millionen von Tunneln, durch die du dann jagst, mit einer unwahrscheinlich hohen Geschwindigkeit. Und das Spannende daran war, und da merkt man wieder, dass mein Vorhaben, etwas aus dem Traum mit in den Alltag zu nehmen und ferne Dimensionen zu erkunden, da eigentlich so seine Synthese erreichte. Denn in diesen Tunneln, in dieser Welt, wo diese Wesen lebten, die hauptsächlich nur darauf fixiert waren, Energie zu sammeln wie Bienen Honig. Die sind also ausgeflogen oder sind in diesen Tunneln umhergejagt und haben Energien angesammelt. Das war unfassbar. Als ich durch diese Tunnel geflogen bin, hat alles geknistert um mich herum. So als würdest du dir tausendmal hintereinander einen statisch aufgeladenen Pullover beim Kopf ziehen. So habe ich mich gefühlt. Nonstop. Ja. Und da bin ich dann eben rumgejagt in diesen Tunneln und habe da die faszinierendsten Dinge gesehen. Dinge, die du eben hier im Alltag überhaupt nicht sehen kannst. Und dann bin ich aus diesem Tunnel irgendwie dann wieder rausgekommen und bin wieder in meinem Bett erwacht. Und ich hatte eine Energie, Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich bin aufgestanden, meine Finger haben gebrutzelt. Ich fühlte mich wie Superman, wirklich ohne Scheiß, ne? Ich fühlte mich so energiegeladen, ich war absolut überzeugt davon. Wenn ich jetzt nach draußen gehe und schnapp mir einen Baum, reiße ich den mit der Wurzel raus. Das war jetzt nicht ein Spaß. Ich war wirklich überzeugt, dass ich so viel Energie habe, dass ich das jetzt hinkriegen würde. Wow. Also das war ein Selbstbewusstsein, ein Selbstvertrauen und eine Menge an Energie, die ich da hatte. Das hatte ich in meinem ganzen Leben nicht erlebt. Bei keiner Astralreise, bei keinem anderen luziden Traum, bei keiner seltsamen Substanz oder so. Ne? Butterbrot. Also, kein Butterbrot oder so. Hat das bewirkt, was ich da in diesem Labyrinth erlebt hatte. Krass. Ja, und die Energie, die ich da bekommen habe, da habe ich mehrere Tage von sozusagen, ja, sehr gut leben können. Also ich habe den Alltag sehr gut leben können, weil die Energie so immens war, dass irgendwie, ja, es war unfassbar einfach. Ne? Und das Interessante daran ist, 3 Jahre ungefähr, 3, 4 Jahre nach dem Traum kam ein Buch auf den Markt von Carlos Castaneda, Die Kunst des Träumens. Und das fand ich dann spannend, habe das Buch gelesen und ihr glaubt nicht, was da drin stand. Exakt die gleiche Erfahrung, die ich hatte. Alles, was er beschrieb von diesem Labyrinth, er nannte es das Labyrinth der Anorganischen, all das, was er darin beschrieb, was er darin erlebt hatte, war fast 1:1 zu dem, was ich erlebt hatte. Und da habe ich in dem Moment geschnallt, aha, ich bin also mit meinem luziden Traumbewusstsein in eine Dimension hinübergegangen, die objektiv existiert. Das war also keine subjektive Traumrealität, weil die meisten Menschen, die luzid träumen, haben immer das Gefühl, sie sind hier auf ihrem eigenen Spielplatz. Das ist mein Traum und alles, was ich hier mache, ist völlig egal, weil es ist mein Traum. Hier gibt es keine Tabus, hier kann ich alles anstellen und jeden vernaschen, den ich will, ne? Und da aber hatte ich dann die Überzeugung gewonnen, man kann mit seinem Traumbewusstsein auch in andere Welten gehen, die objektiv existieren. Ja. Sehr spannend. Ja, und da merkt man, dass eben meine Absicht, ferne Dimensionen zu erkunden und irgendwas aus dem Traum mitzunehmen, ja dann in Erfüllung ging. Ich konnte die Energie des Träumens mitnehmen. Und das fand ich dann danach interessant und habe immer daran gearbeitet, an luziden Träumen, eben immer durch das luzide Träumen Energie anzusammeln, psychische Kraft anzusammeln und die eben mitzunehmen in den Alltag. Ja, aber das mit der objektiven Realität haben wir auch gemeinsam schon erlebt, ohne dass wir uns vorher kannten. Mhm. Mit dem Bahnhof haben wir auch schon in einigen Videos erzählt, über den Bahnhof. Ja. Und da bin ich 2-3 Mal gewesen und da kannten wir uns noch nicht. Du bist da gewesen und irgendwann haben wir darüber gesprochen und haben festgestellt, das ist ja der gleiche
Bahnhof. Ja, genau, richtig. Da war das ja auch anscheinend eine objektive Realität. Ne? Die so existiert. Weil wir haben beide auch eine sehr ähnliche Erfahrung auf einem Bahnhof gehabt. Ne? Und haben den Bahnhof eigentlich fast identisch beschreiben können. Ne? Ja. Da war auch eine Brücke bei uns beiden. In dieser Brücke war ein unendlich tiefes schwarzes Loch, wo wir hätten reinspringen können. Und ja, wie gesagt, du hattest den vor Jahren, ich hatte den vor Jahren, wir kannten uns nicht. Und trotzdem war die Beschreibung gleich. Hm. Unten war es wirklich wie so eine geschäftige Bahnhofshalle mit Cafés und allem drum und dran. Genau, wie so eine Mall im Bahnhof ein bisschen. Genau. Ne? Ja, teilweise so französischen Touch oder ja, so ein bisschen. Ja, so ein bisschen Tante-Emma-Laden teilweise. Genau. Ne? Ja, sowas eben. Hm. Ja, das ist natürlich ein sehr spannendes Thema. Ne? Ja. Ja. Objektive Realität. Also wenn jetzt einer von euch, der sich das Video gerade anschaut, denkt, ja, da fällt mir auch das ein oder andere ein, könnte das ja unten in die Kommentare schreiben. Wir sind gespannt, was ihr so mit den luziden Träumen angestellt habt, außer andere Leute zu vernaschen oder einfach euch ein Eis zu erschaffen oder so. Wollen wir Eis essen gehen? Gute Idee. Tschüss Leute, bis nächste Woche und nächste Woche wird es wieder spannend, da geht es um Reinkarnationserinnerungen. Oh, das klingt spannend. Okay, dann alles Liebe. Alles Liebe, mach's gut, tschüss. Tschüss.